Und damit herzlich willkommen zurück hier zu The Forest. Oh, und ich sehe gerade, wir müssen was futtern, aber ganz, ganz dringend. So, haben wir hier noch was? Nice, da haben wir sogar noch was. Gönn mal. So, und ich würde sagen, heute gehen wir endlich mal in die Höhle. Da können wir auch noch ein paar Bären futtern. So, ist auch gut für den Durst. So, dankeschön. Wir müssten zwar das hier alles noch fertig machen, aber hier ständig zu bauen ist ja auch ein bisschen langweilig. Deswegen würde ich sagen, wir gehen heute mal an den Strand. Gucken, ob wir da ein bisschen Alkohol finden und dann gehen wir einfach mal da in die Höhle runter. So. Wir brauchen halt unbedingt ein paar Molotows. So, oder wir finden, oder wir gehen einfach so runter. Die packe ich auf jeden Fall noch da rein. So. Und ihr beide kommt auch noch da rein. Hallo? Dankeschön. Na komm. Und rein da, hier. Da brauchen wir noch Steine und Sticks. Okay. Steine könnte man sogar gleich reinballern. Sagt man, ist das auch hier fertig? Gut, 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 gut. Das machen wir später aber alles. Denn wir gehen jetzt runter in die Höhle. Haben wir hier irgendwo noch ein bisschen Alkohol? Nö. Ah, ich hätte gerne ein paar Molotows. Scheiße, vielleicht findet man ja unten irgendwas. Mal gucken. TNT nehme ich auf jeden Fall mit. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Wo war nochmal der Eingang? Was ist das? Nix, okay. Die Mainbots können wir auch mitnehmen. Wenn wir unten Alkohol finden, können wir uns dann nämlich ein paar Bomben bauen. So, ein paar Haftbomben. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Gut, wo war der Eingang? War der hier hinten irgendwo? Stoff, nehmen wir alles mit. Hier ist der Eingang. Ach du Scheiße, ich will eigentlich gar nicht da runter. Na gut, let's go. Was soll's? Oh oh, ich habe mich bis jetzt immer gedrückt, aber jetzt muss es endlich mal sein. Mist, ich hätte mir noch mehr Rüstung machen sollen. Ach du Kacke. Oh oh. Guten Tag, Kollege. Hier findet man dann, glaube ich, auch den Kompass und die Karte, kann das sein? Oder haben wir die schon gelootet? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee. So, hier haben wir die Karte. Ach, du, haben wir noch Knochen dabei? Nö, haben wir nicht. Sticks? Sticks haben wir auch nicht dabei. Wir können uns ja mal ein Feuer machen. Toll, voll unvorbereitet hier in die Höhle gegangen. Agent, gut, okay. So, hier war doch irgendwo noch ein Kompass. Oh, da ist Alkohol, nice. Oh ja, nice. Perfekt, wir können uns echt noch ein paar Mollos machen. Das ist schon mal nice. So. Theoretisch können wir uns auch den hier machen. Haben wir eine Uhr irgendwo? Mainboard. Wo haben wir unsere Mainboards? Haben wir schon. Was brauchen wir noch? Eine Uhr. Mist, wir haben gar keine Uhr dabei. Nein. Gut, machen wir uns hier noch ein paar Molotows. So. Wir werden uns vielleicht echt noch den Hintern retten. So. Dann gehen wir mal weiter. Was war das? Keine Ahnung. Ah, Kompass haben wir eingesammelt. Okay, nice. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ach du grüne Neune, ich will da nicht runter. Warte mal, ich guck mal erstmal, was es da unten überhaupt gibt. Okay, scheint sauber. Mama, ich hab Angst. Schön die Axt in die Hand. Ach du Kacke. Oh oh, ich will hier nicht sein. Scheiße. Lasst mich in Ruhe, ihr Lümmel. Oh oh. Ich höre da schon wieder ein paar. Aber wo? Alter, hier ist halt so dunkel, ne? Man sieht die Hand vor Augen überhaupt nicht. Da ist einer. Aber ist nur normaler. Das ist. Der ist kein Problem für uns. So, den Hammer. So nämlich kann man nicht mal ein blödes Feuer machen. Was ist eigentlich hier hinten dran? Mal gucken. Gibt's hier überhaupt was? Ein Seil? Nur ein Seil? Das war alles? Okay.
Hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Ein paar Sticks wären halt nicht schlecht, dann könnte ich mir. Oder kann ich mir eigentlich ein normales Feuer machen? Und dafür brauche ich halt auch Sticks, das ist das Problem. Ich höre da was, ich glaube, hier ist irgendein Dicker in der Höhle. Ach du Scheiße. Ach du grüne Neune. Ich will hier nicht sein. Ich hab Angst. Mama. Oh oh. Okay, da vorne kommt einer. Jo, Bruder, dreh halt durch, ne? Das Problem ist halt, ich sehe halt gar nichts. Ja, komm ran. Au. Er hat mir Schelle gegeben. Okay, das kriegst du jetzt zurück. Digga, was macht er für ein Damage? So, den haben wir. Wo geht's denn da lang? Was ist hier? Ach du Kacke, wo geht's denn hier lang? Ich glaube, hier geht's wieder raus, ne? Geht's hier raus? Ich guck grad mal, wo es da hingehen. Oh, oh. Offenbar geht's hier nicht raus. Ich will ehrlich gesagt gar nicht hier sein. Wer weiß, was uns hier erwartet. Jetzt haben wir ein paar Flares. Sieht nicht sonderlich einladend aus hier. Ach du Scheiße. Och nö, nicht der schon wieder. Ach du grünes Ei. Ja moin. Bleib bloß da unten, Freundchen. Hier, ja toll, das hat ja überhaupt, das hat ja mal voll gut geklappt. Kappa. Ach du Scheiße. Hier, Kollege. Hehe. Also das kriegst du noch einen Molotow hinterher. Boah, irgendwo sind hier Babys, Alter, da. Hier, Burn Baby. Ich hab sogar noch Pfeile. Ich hab ein bisschen Schiss vor dem Typen. Oh, warum eigentlich? Das war's schon. Das war jetzt echt keine große Herausforderung. Hey, wo ist meine Flare hin? Na gut, die waren jetzt keine Herausforderung. Da war jetzt echt keine Herausforderung. Aber gut, ohne das TNT hätte ich wahrscheinlich eh verloren. So, ich hole mir jetzt erstmal seine blöde Haut. Lecker, Mutantenhaut. Blödes Baby. So. Mach mal Licht hier. Hallo, ich hab Angst im Dunkeln. Naja, nur in der Forest. Okay, was gibt's denn hier Nettes? Nur ein paar Steinchen. Noch ein Mainboard, aber haben wir schon. Hallo, mach mal Licht an. Bruder! Mann, nicht diesen mit mir. Oh oh. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich überhaupt bin, ne? Wahrscheinlich habe ich schon einiges übersehen, weil ich so panisch bin in der Höhle. Oh oh. Oh, Mama, mach mal Licht an. Oh, ein paar Koffer. Immerhin Koffer gefunden. Hallo? So, ein paar Schokoriegel. Trinken müsste ich langsam mal wieder. Warum macht er den Koffer nicht auf hier? Frechheit. Oh, wir haben noch einen Alkohol gefunden. Perfekt. Was ist das? Ach, schon wieder so ein blöde Mainboard. Bin ich doch schon voll. Oh, da steht Benzinkanister. Eine Kassette. Mainboard, Pillen. Benzinkanister brauchen wir für die Kettensäge. Aber ich habe gar keine Ahnung, wo es die hier gibt, ne?
Ach du grüne Neune. Das Problem ist halt, hier ist es so dunkel und ich kann mir keine Fackel machen, weil ich keine Sticks habe. Und hier gibt es auch irgendwie keine Sticks. Ist da was drin? Oh, trinken. Nice. Dann gönnen wir uns direkt mal eine Sodaschen. Da geht's wieder hoch. Da gehen wir mal hoch. Aber ich glaube, da kommen wir wieder raus, ne? To-Do-Liste aktualisiert. Da geht's wieder nach oben. Will ich aber noch nicht. Ich will gucken. Ich glaube, hier gab es nämlich die moderne Axt irgendwo. Die Frage ist nur, wo. Da vorne habe ich aber, glaube ich, noch eine Abzweigung. Ich glaube, ich muss einfach nur zurück. Kann das sein? Alter, die Geräusche in der Höhle, ne? Die sind so richtig creepy. Wo geht's denn hier hin? Ach du grüne Neune. Hallo Mom. Okay, genau hier ist nochmal reingekommen. Wird geladen, alles klar. Genau, wir sind ja dann hier abgebogen. Aber hier vorne ging es halt auch noch weiter. Ach du grüne Neune, ich will nicht hier sein. Ich hab Angst. Mama. Genau, hier war Kollege Schnürschuh. Oh! Junge, schreck mich nicht so! Du Sack! Oh, Bruder. Hat der mich... Der hat mich zu Tode erschreckt gerade. Herzinfarkt ist da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was gibt's denn hier? Hier gibt's eigentlich nichts, oder? Da geht's halt wieder runter. Von da kam man doch gerade, oder? Aber sonst? Hier geht's auch noch ein bisschen weiter. Gehen wir mal da lang. Geht's hier wieder raus? Nee, hier geht die Höhle noch weiter, okay. Ach du Scheiße. Wo ist denn die blöde moderne Axt? Muss doch hier irgendwann kommen. Da fliegen die Stühle rum, man kennt's. Was zum... Was ist das? Schon ganz schön creepy hier. Nice, gib mal her. Boah, hier ist so ein ganz schön creepy. Wenn du die Geräusche hörst, das ist wahrscheinlich so ein Dicker. Hab ich schon noch Alkohol? Wo ist der? Ist der hier irgendwo? Der ist irgendwie über mir oder so. Kann das sein? Besser ist das. Erstmal ein paar Molos herstellen. Aber die moderne Axt, die ist hier nirgends zu sehen. Oh, Sticks haben wir. Ja, ohne Tauchgerät komme ich halt auch nicht weit. Ne? Jetzt können wir uns jetzt schon mal eine Fackel machen. Das ist schon mal was. Dann ist es auch gleich ein bisschen heller. Oh ja, besser. Auf jeden Fall. Die Frage ist, da ging es noch mal runter. Ist es da, wo wir schon waren? Ich glaube, ich gehe einfach mal gucken. Hier war das, ne? Sticks, Sticks. Trotz Fackel, man sieht halt kaum was, ne? Ach du grüne Neune. Wo geht's denn hier lang? Ich hab keine Ahnung. Ich sehe da vorne Licht, da geht's wieder raus. Na gut, wir gehen einfach mal raus, komm. Puh. Wir haben die... Yo!
Ist hier das Katana? Kann es sein, dass hier das Katana ist? War das nicht hier irgendwo? Nö, hier gibt es nur Pilze zu futtern. Okay, warte mal. Ich mache mal hier auf jeden Fall schon mal eine Markierung. Vielleicht müssen wir da nochmal irgendwann rein. Ich stelle mal einfach dahin, komm. Keine Steine, Mist. So. Vielleicht müssen wir ja da irgendwann mal wieder rein. So. Hier war früher halt Katana, ne? Aber anscheinend ist es auch nicht mehr da. Frechheit. Ich kann doch ohne Katana nicht spielen. Ich brauch's Katana. Da haben wir noch Kleider. Oh, cool. Joggingjacke. Topf. Hier können wir was aufsprengen. Dann machen wir das gleich mal. So. Oh, shit, man. Gut, dann haben wir das. Da haben wir das. Oh, meine Ohren. Okay. Ja, alte Pistole. Wenn wir alle haben, können wir uns eine alte Pistole erstellen, glaube ich. Wir haben wenigstens ein paar Köfferchen. Nice. Was ist da? Ah, noch ein Koffer. Alter, wie viele Koffer es hier noch gibt. Ist ja ein Traum. Aber leider nirgendwo Alkohol drin, ne? Alkohol ist ein bisschen rar. So, dann let's go, gehen wir mal zurück zu unserer Basis. Wird nämlich auch langsam dunkel. Kein Bock hier im Dunkeln rumzurennen. Gut, dann haben wir die erste Höhle überlebt. Bleiben noch 10 Millionen, gefühlt. Ich hoffe, wir sind nicht allzu weit jetzt von unserer Basis weg. Ja, keine Ausdauer mehr. Man kennt ihn. So. Ja, wir sind echt schon weit gelaufen, ne? Eine Karte. Sieht man das, wo ich bin? Nö, eigentlich nicht. Vielleicht stehen die auch nur für die Höhlen. Keine Ahnung. Och nö. Och nö, nicht der. Tschüss, Bruder. Dafür habe ich gar keine Zeit. Okay, wir sind aber gleich wieder an unserer Basis. Da war Muschiklaus. Auf Muschiklaus habe ich gerade gar keinen Bock. Tennisbälle, ja moin. Kannst du behalten. So. Boah, er mit seiner Ausdauer immer, ne? Ach du Scheiße, ich glaube, der kommt sogar. So, da brauchen wir noch ein paar Stickies. Dann ist die Falle hier auch ready. Mal auf hier. So, dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. So, kann ich noch nicht mal. Okay, aber ich speichere erstmal. Eine Höhle haben wir überstanden. Na? Hier ist irgendwie so dunkel, habe ich den Eindruck. Ich habe doch schon Dinger hier hingestellt. Kann ich eigentlich noch welche hinstellen? Weil Schädel müssten wir ja eigentlich haben. Machen wir es uns hier ein bisschen heller. Gehen wir mal dahin. Ja gut, wir brauchen Sticks. Das ist aber kein Problem. Die haben wir hier. So. Wäre schön, wenn ich jetzt schlafen darf. Ja. So, Tag 11. 11 Tage haben wir schon überlebt. Cool. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Ich will es gar nicht wissen, ey. Okay, Knochen haben wir auch keine mehr. Ich nehme jetzt hier mal ein paar Sticks mit. Aber wir müssen schon wieder futtern. Wir müssen langsam echt mal wieder fischen gehen.
Steinchen nehmen wir mit. So. Schade, dass ich Katana nicht gefunden habe. Ich kann ohne Katana nicht spielen. Brauchst Katana. Kappa. Wer Skill hat, kann auch ohne Katana spielen. Aber wenn man keinen Skill hat, kann man halt nur mit Katana spielen. So. Gut. Boah, ich bin richtig im Arsch. Ich hau nämlich mal Futter. So. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Da brauchen wir nur noch Steine. Da brauchen wir auch nur noch Steine. Was brauchen wir hier? Sticks, Steine. Wir brauchen so viel Steine halt, ne? Mann. Dafür brauchen wir Baumstämme. Wir brauchen da 4 Stück. Okay, das sollte sogar machbar sein. So, wieder eins fertig. Nice. Ja, langsam wird's was. So, was brauchen wir hier noch? 5 Stück, alter Verwalter. Ich würde was sagen, ich fäll jetzt hier erstmal ein paar Bäumchen. Dass wir unsere Brücken auch noch fertig kriegen. Theoretisch könnte ich auch noch mehr Fallen aufstellen. Ich glaube, das mache ich sogar. Einmal rundherum fallen. Immer noch 285 Stöcke. Ja, moin. Dann hier. Schade, dass ich die moderne Axt halt nicht gefunden habe. Damit wird es um einiges schneller gehen. Naja, aber gut. So. Na komm. Och, er mit seiner Ausdauer immer, ne? Oh, wir haben einen Rieh getötet. Es tut mir leid, Großer. Es tut mir leid. Armes Rehchen. Können wir uns jetzt eigentlich was herstellen mit Rehfell? Hexenhaut. Wo ist denn das Rehfell? Man konnte sich doch irgendwie so einen Kescher herstellen. Oder so ein Shit. Da kommt man mehr tragen. Na komm. Jetzt sagen wir, machen erst die große dort oben fertig. So. Gut, wir haben es sogar fast. Die hier sind auch fast. Das hier ist auch fast fertig. Aber so viele Bäume haben wir gar nicht mehr hier, ne? Und da vorne war irgendwo Muschiklaus, muss man aufpassen. Na komm. Baumfeld. Na komm. So. Wir könnten dann theoretisch sogar noch auf die andere Seite auch noch eine Brücke bauen. Dort auch noch sowas in die Bäume bauen. Dass wir halt überall Schutz haben. Falls unsere Basis mal wieder angegriffen wird. So, ich hole mir echt den Lockslot. Damit geht es halt um einiges schneller. Ich würde halt echt gern hier rundherum Fallen aufstellen. So, komm mal her. Dann dahin. Wie gesagt, ich habe es ja schon mal in dem Video gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr einen Coop mit Mr. Inder sehen wollt. Vielleicht kann man dann da was organisieren. Wird bestimmt lustig. So. Mann, er mit seiner blöden Ausdauer. Jedes Mal dasselbe Theater mit ihm.
Na komm. Gut, voll ist das Ding jetzt halt leider nicht, ne? Aber besser als nichts. Da brauchen wir noch 4 Steine. 2, 3 und 4. Dann haben wir das auch fertig. Nice. Langsam wird's. So, langsam wird unsere Basis was. So. Gut, und wir sind hier auch fast am Ende. Das ist schon mal nice. Aber ganz ehrlich, diese Brücke, die ist eigentlich viel zu niedrig. Ich glaube, die reißen die sogar locker ein. Kann das sein? Ja. Wir müssen uns ja aber eigentlich nur von einem Ort zum anderen bewegen. Und daher ist das eigentlich kein Problem. Ich hoffe nur, dass sie das nicht einreißen, während wir da gerade drüber rennen. Das wäre ein bisschen belastend. Oh. Und die Ausdauer wieder. Man kennt ihn. Kein Muschiklaus. Mann, ich hab so Angst vor dem. Der Typ ist so creepy irgendwie. Vor allem wie der aussieht und die Geräusche und was er macht. Heftiger Typ. Okay, was. Okay, hallo? Baum? Okay, geiler Bug. Geiler Bug. Okay, man kennt's. Na gut, so viele Bugs hat das Game eigentlich nicht. Oder nimmer. Früher war es ja so, dass du mit dem Logsled ab und zu durch die Welt gefallen bist. Da habe ich mit Koska privat gespielt, da war er hier. Bei mir haben wir eine Party, LAN-Party gemacht. Und da waren wir irgendwie in der Höhle und da ist er mit dem Logsled durch die Welt gefallen. Und wir hatten so guten Loot. Das hat schon genervt, ey. Wäre halt Premium, wenn man für ein Ding, einen Baumstamm 2 machen könnte. Aber ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das kostet pro Stufe einen. Habe ich was da gehört? Oh oh. Oh oh. Wie brauchen wir da einen? Okay, einen, glaube ich, brauchen wir noch, ne? Kann das sein? Oh. Hab doch richtig gehört. Bin doch nicht taub. Warte mal. Gib mal her. Weißt du was? Hihi. Hallo. Brenn mal schön. Burn, baby, burn. Hehe. Ja, dance, dance. Yeah, yeah, yeah. Techno. Schnauze. Ach du Scheiße. Alter, sind das schon wieder viele. Dauer muss man sich mit den Lümmeln hier prügeln. Mann, 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 Mann. Immer diese Gewalt hier ins Spiel. Was macht denn er? Ja, den kann jemand anderes anzünden, aber nicht mich. Genau. Alter. Oh, Massenschlag. Schon wieder ein Massenschlag. Alter, Jungs, beruhigt euch mal. Der hat ein Flammending hier, Brennboy. Alter, sind das viele! Alter, jetzt gibt's aber auch richtig auf die Kauleiste hier. So. Ganz einfach. Kurz und knapp. Mann, Mann, Mann. Diese Typen, ey. Was ist das? Ich mach mir jetzt nämlich hier ein Feuer. Okay. Entschuldigung. Junge, wie viel sind es denn hier? Bruder. Ja, hier, guck ich, verbrenn deinen Kollegen. Was sollst du dagegen tun? Halt die Klappe, was sollst du machen? Was? Was ist, Junge? Was? 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 Ja, siehst mal, deine Kumpels sind abgehauen, du Lümmel. Tolle Freunde. Ey, du schlägst auf meinen Zaun ein, du blöde Kuh. Ach, halt die Klappe. Gut, ne? Da hinten rennt einer.
Die Fackel rennen da hinten. Wir kommen wieder. Sollen uns aber nicht stellen. Wir braten die hier erstmal. Machen alle Knochen gönnen hier. Jo, der Typ wirft Feuer. Okay. Okay, das geht zu weit. Definitiv geht das hier zu weit, was er hier abzieht. Dafür brennst du jetzt. Da kommt ja noch einer. Alter, ich hab so einen scheiß Ort gebaut, ne? Ich hab an so einem scheiß Ort gebaut. Ich habe ja hier niemals Ruhe. Guck mal, was ich mit deinen Kumpels mach. Ja, hör auf zu knurren, du Lümmel. So, ich verbrenne euch alle. Boah, Digga. Da will man hier in Ruhe arbeiten und dann passiert sowas. Du auch noch. Komm her. Komm schon. Stirb. Gute Nacht. So, wo ist denn mein Feuer schon da? Brennt's lichterloh. So, machen wir gleich ein bisschen Rüstung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann sammeln wir mal die anderen Knochen auch alles ein. Lagen hier noch ein paar? So. Erstmal alle Knochen hier einsammeln. Dankeschön. Schön anheizen, das Feuer. Dass es schön warm wird, den Kollegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Kannst du jetzt mal verbrennen? Na komm. Jetzt verbrenn doch mal. Danke. So, die Knochen gönnt man sich gerne mal. So. Gut. Haben auch alle Knochen mitgenommen. Das ist schon mal nice. So, und jetzt haben wir den Baum hier. Wir brauchen da, glaube ich, eh nur noch einen. Kann das sein? Ja, die Ausdauer, man kennt's. Na komm. Du hast Hunger, finde was zu essen. Ja, Mama. Gib mir mal einen Snack hier. Hallo, kleines Reh. So. Jetzt mache ich als erstes da hinten fertig. Oh, da liegt ja auch noch ein Kollegen. Nice, das hier ist schon mal fertig. Den können wir theoretisch sogar mit reinnehmen. Genau, wir legen die einfach auf den Logsled und fahren sie dann rein. Warum bin ich denn früh auf die Idee gekommen? 16 Stück brauchen wir noch. Ob wir das in der Folge noch schaffen? Na komm, ich probier's einfach mal. Mach mal die Brücke hier noch schnell fertig und dann beende ich die Folge auch. Na komm. Auf jeden Fall eine coole Folge. So viele Leichen, Und wir haben die Brücken fertig bekommen. Dafür bräuchten wir drei Bäume, ne? Kann das sein? Weil maximal 5 kriegst du raus. Ja, 4 brauchen wir. Ach du Scheiße. Und Ausdauer. Wenn er mal Ausdauer hätte hier, der Kollege. Dann würde das Ganze viel schneller gehen. Aber nö. Oh, armer Vogel. Tut mir leid, Bruder. War keine Absicht. Federn sind gut. Komm, brauche ich für Pfeile. So. Da. Was? Habe ich nicht mehr Baumstämme rausbekommen? Das kann doch aber jetzt nicht sein. Es regnet. Nice. Da wird unser, füllen wir unser Trinkdings auf. Und da trinkt Dings ja. Und dann Schildkrötenpanzer, wo wir Wasser sammeln. Noch 10 Stück.
Als ob das nur so wenig Baumstämme waren. Was zum Geier. Kann ja eigentlich echt nicht sein, dass es nur so wenig waren. Komm, ich will es noch schaffen jetzt. Wir haben halt hier auch kaum noch Bäume, ne, in der Nähe. Das ist das Problem. Da haben wir doch noch ein paar. Guck mal an. So. Dann das noch. Und da haben wir noch einen. Wie brauchen wir denn noch? Noch drei, okay. Ja gut, das schafft man noch. Machen wir den hier einfach. Vielleicht kriegen wir dann sogar die Falle noch fertig. Mal gucken, wer als erstes reinrennt, welcher Mutant. Okay, Ausdauer, ja, man kennt's. Jetzt habe ich ein paar Sticks schon mal. Brauchen wir eh. Na komm. Wir brauchen halt immer noch 284 Steine, ne? Wo wir schon so viel fertiggestellt haben. Heftig, Mann. So. Gut, das hier ist fertig jetzt. So. Dann machen wir das hier. Ah, hier brauchen wir vier Stück. Cool auf jeden Fall. Na komm. Ich will es gerade mal austesten. Gut, dann können wir nämlich hier rüber. Und dann da hoch auf den hohen Turm. Dort müsste man dann eigentlich relativ safe sein. Kann ich da irgendwie ein Seil anbringen, dass man auch so hochklettern kann? Ach du Scheiße, es ist hoch. Ich bin der König der Welt! Ich bin der König der Welt! Naja, gut. Lassen wir das. Gut, dann speichere ich. So. Dann würde ich nämlich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschö mit Ö.